Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanielLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass wir hier eine Küste vorbei müssen, wo Geschütze auf uns warten und wir voll niedrige Überlebenschancen haben. Isar kam mit einem Plan auf, mit einigen Rauchgranaten und jetzt sind wir alle sicher. Yay! Dann würde ich mal sagen, wir beginnen den Kampf in der Mabry Shore. An Mabry Shore. Auf der Mabry Shore. Ich habe keine Ahnung. Okay. Übrigens, das mit den Geschützen und so, das erinnert ein bisschen so an den D-Day. Nur mal so ganz nebenbei. Da mussten ja auch Geschütze ausgewichen werden von den Alliierten. Und ja, das lief auch irgendwie so ab. Da sind die ganzen Schiffe an der Küste gelandet und die ganzen Geschütze haben die ganzen Amerikaner da weggehauen. Und ja, da musste auch irgendwie an den Geschützen vorbeigeschlichen werden. Das Problem war, da gab es sehr viele Verluste und ich hoffe, das passiert in dieser Mission nicht. Nee, das wäre nicht so schön. Egal. Der Gegner hat sich hinter einer heftigen Verteidigung versteckt. An der Spitze eines riesigen Felsens. Wir müssen nur über diesen Strand hier dahin gehen. Wir müssen uns den ganzen Weg da durchkämpfen, so wie der Pfeil sagt. Und wir müssen die Geheimbasis da einnehmen. Geheimbasis, Gegnerbasis. Climb the slopes leading up from the water and make up the line from the camp. Ja, wir müssen, so wie der Pfeiler sagt. Wir müssen auf zwei Sachen achten. Eins ist, sind die gegnerischen Maschinengewehre, die auf der ganzen Küste verteilt sind. Und wir müssen eben Panzer als Schild benutzen, um die riesigen Rauchgranaten einsetzen, damit wir nicht getroffen werden. Das zweite Problem sind diese ganzen Verteidigungsbunker, die irgendwo da drin sind. Die sind sehr resistent gegenüber Angriffe und nehmen auch halten auch sehr viel aus. Und die sollen wir auch kaputt machen. Sie haben außerdem eine Schwäche. Wir müssen die Pistolen, was? Wir müssen die Pistolen von vorne an den Türen da kaputt machen, was? Außerdem haben die irgendwo so einen Ragnite-Tanker irgendwo, den wir vielleicht auch kaputt machen könnten. Innere Schocktrupper jetzt Klassen bis zum Elite haben, dann sollten sie auch Flammenwerfer benutzen können. Haben wir nicht. Okay. Ich glaube, wir sind unterlevelt. Okay, wir müssen jetzt einfach nur vom Strand aus da rein. Und das in ein Stück. Deswegen wollen wir nicht. Nancy. Und ich weiß nicht, da drin sind auch noch einige Basen, wenn ich mich irre. Das heißt, ich nehme erstmal einige Leute, die sich weit bewegen können. Damit wir schon mal hinkommen, weil sonst hocken hier wieder alle und wissen nicht, was wir tun sollen. So, Rosie. Kevin, die Killermaschine lässt sich doch nicht von sowas hier entmutigen. Wie so riesige Dinger hier. Riesige Geschütze. So, und dann noch ein Dingens hier. Für Panzerreparatur. Ach ja, wir haben ja zwei Panzer, genau. Sieg ist zum Greifen nah. Obwohl wir noch nicht angefangen haben. Hier, sobald wir ja drin sind, dürfte eigentlich alles kein Problem sein. Sind zwar auch viele Gegner, wenn ich mich nicht irre, aber sonst, ne. So kein Problem. Wir schaffen doch alles. Wir schaffen doch irgendwie wirklich alles, ne. Hätte vielleicht noch ein Skirmish machen sollen, aber direkt schon wieder die gleiche Mission. Das wäre ein bisschen blöd. Ich mache, glaube ich, nur die Mission, dann noch die nächste Mission und dann können wir als Skirmish machen, ne. Weil die Mission hing mir ein bisschen zu alt aus. Geht's gut. Squad 7, move out. So. D-Day. Ich
Ach. Wir sollten hier auf die Gegner schießen. Ich habe mich dachte, die von da drinnen so gut zielen können. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwelche Attackennamen von Sanji, während ich ihn steuere. So. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht mit der Edelweiß anfangen sollten. Alle anderen sind in Lebensgefahr. Jo. Das heißt, wir dürfen nicht damit feiern. Und da sind die beiden Geschütze und die machen uns fertig. Erstmal gucken, ab wann die anfangen zu schießen. Ich habe erst, sobald man hier durchkommt, ne? Ne, hier schon. Das heißt, wir müssen ungefähr hier so die Dinger hinschießen. Isara Smoke, ja, hier ungefähr. Ich weiß nicht, ungefähr hier so. Ne? Okay, dann viel Glück! So. Jedenfalls kommt man ein bisschen zurück, damit alle da durchkommen. Ungefähr hier dürfen wir uns nicht mehr sehen. Dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Kevin, du gehst vor. Okay, ist ja nicht so, als hätte ich Angst oder so. Ich habe nie Angst. Ich hoffe wirklich, das Ding sieht uns nicht. Wenn wir, jawohl. Ich merke, wie sich der Grafikstil ein bisschen ändert. So, weiter kommen wir leider nicht. Das Ding hält, glaube ich, ein paar Runden, wenn ich mich nicht irre. Das müsste eigentlich genug sein. So. Ja gut, wenn ich jemanden schon mal darüber krieg. Ja, das Ding zieht noch voll auf uns, das ist ein bisschen gefährlich. Aber das Blöde ist, das Ding ist ja direkt im Weg. Boah, cool, ich dachte mal an. Sieht auch cool aus, ne? So, jetzt weiß ich leider nicht, wo hier irgendwelche sind. Da auf der Karte sehe ich welche. Und da ist ein Camp. Das von niemandem beschützt wird? Doch, wo kommen die denn her? So, das Ding haben wir schon mal eingenommen. Läuft gut. So, jetzt kommst du dran. Ich hab's noch nicht, dass ich dich treffe. Verdammt! So. Dann hätte ich gar nicht so viele einsetzen müssen, ne? Wer weiß, was hier noch alles passiert. So, wenn ich jetzt noch einen Scout da kriege, ne? Dann müssen wir es schaffen. Jawohl. So, na toll, dann hätte ich ja einige gar nicht hier rausholen müssen. So, Aika, du müsstest ja auch bis dahin kommen, ne? Ich gehe mal von hier aus, um zu gucken, ob wir hier getroffen werden können. Ne, gut. Dann nehmen wir den einen Typen da schon mal auseinander. Hi, Scout Elite. Jawohl, ich wollte schon sagen, wenn kein einziger davon hier irgendwie ein Dings ist, ne? So, und da hinten sind auch welche. Wissen wir, wenn ich noch jemanden am Turm hier platzieren könnte. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Du erstmal die ganzen Scouts rüber schicken. Damit wir erstmal sicher sind. Einmal kann ich ja noch eine Rauchgranate. Ich glaube, die tun sich auch nachladen, oder? So, ich glaube nicht, dass ich dich von da aus treffe, aber. Mal gucken. Alka, was machst du da? Schieß doch mit, ey. Ja, komm, einen kann ich ja noch dahin bewegen. Du müsstest den eigentlich weghauen können. Dann sind wir schon mal hier. Einigen Charakteren. Und ich weiß jetzt nicht, welchen Ingenieur ich jetzt nochmal dabei hatte. Dallas, ja, wollte schon sagen.
Die wird auch noch bis dahin kommen. Hoffe ich jedenfalls. Da haben wir schon mal einige Leute darüber. So. Wir helfen mal den Typen hier zu erledigen. Jawohl. Das läuft gut bis jetzt. So, du gehst mal dahin, wo Alicia ist. Dann können ja Ding auch nicht so schnell wieder einnehmen. Lago, du schaffst es glaube ich nicht bis dahin. Ich glaube, ich werde mal ein, zwei Punkte für die beiden. Für Lago und für Rosie und was ich weiter noch ist, verbrauchen. Na, mal gucken. Weil die Shamrock, die brauche ich jetzt noch nicht so. Dallas. Ich hoffe, du schaffst es bis dahin. Aber ich glaube nicht. Wohl. Ja, doch. Ja, perfekt. So, dann haben wir schon mal die Hälfte drüben. Das ist gut. Rosie schafft es nie im Leben dahin. Aber Lago, gleich, wenn ich den nochmal bewege, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob das Ding dann weg ist in der nächsten Runde. Shamrock kommt da locker durch, aber bin mir nicht über Dingen sicher. Große Schwester, was? Okay. So, jetzt sind wir alle hier. So schnell werden jetzt nicht mehr hier schrecken. So, ich bewege mal Lago da weg, weil wenn die Dinger gleich nochmal schießen und er wird erschossen, dann verliere ich Kommandopunkt. Das wäre nicht so schön. So, boah, guck dich das mal an. Wenn jetzt natürlich irgendjemand eine Granate reinwirft, dann sind wir tot. Und wenn das Ding jetzt da weg ist, dann ist auch Kevin tot, aber der kann das ab. Der ist eine Killermaschine. Der frisst Nägel zum Frühstück, ne? Ohne Milch. Und die Gegner bewegen sich nicht. So muss das sein. Oh Gott. So, Edelweiß. Ich hoffe, ich habe noch so ein Ding. Jawohl. Ja, noch mal das Ganze. So, mit Edelweiß können wir jetzt, glaube ich, auch da durchgehen, als wäre das nichts. Boah, ich sehe nichts. Kevin, wenn ich dich überfahren muss, sagen, ne? Ich sehe nichts, wo muss ich lang? Ich sehe nichts, wo muss ich lang? Hilfe! Hilfe! Ach, da ist was. Warte. Jawohl. Nein, okay. Boah. Ey, ich komme hier nicht raus. Okay, ich hoffe, wenn ich jetzt... Ach, ich habe ja schon... Ich Idiot, ich habe ja schon was gemacht. Weil es da noch irgendwie so eine Granate reinwerfen, so eine... riesengroße. So, wir sind jetzt offiziell alle drüben. Kevin, scout mal voraus. Okay, gut. Niemand da. Da wartet einer. Da ist ein Panzer. So, jetzt noch die Shamrock rüberbringen. Die kann sich auch extrem weiter bewegen als die Edelweiß. Hoffentlich kommen wir an die vorbei. Ich hoffe ja. Was? Boah, hier schon wieder was im Weg. Ich sehe nichts. Was soll das? Okay. Ist auch so ein Mortar-Dingen. Okay, da wir sollen nichts treffen, ne? Okay. Falls sie flüchten wollen, dann können sie nicht mehr. Also wir. Rosie, da ist ein anderer Sturmtrupper, deswegen gehen wir da durch. Der PS3 geht schon wieder ab, verständlich bei der Hitze. Na? Okay, das war vielleicht nicht so gut. Du stirbst! Für dich! Oh, nee.
So, in dem Bunkern hier können wir uns, glaube ich, reinkriechen. Da dürfen wir uns nicht so schnell kaputt kriegen. Ich muss mal kurz nachdenken. Alicia, geh mal nach links. Ich will mal sehen, was da ist. Oder geh mal auf den Turm da oben. Aber nur für eine Sekunde. Da ist ein Dingens, ein Panzer. Den könnten wir vielleicht kriegen. Oder auch nicht. Ist besser als nichts, ne? Ja, super. Ach, ist gar nicht der gleiche, oder? So. Hier können wir uns so Dinge aufbauen, aber schaffen wir doch nie im Leben. Dann gehst du mal, würde ich sagen, auch dahin, wo Rose jetzt ist. Und am besten hier so. Ich weiß nicht, ob das... Schaffen wir bis dahin? Oh Gott! Ja, gut. Jetzt natürlich eine Granate rein, wir kriegen auch Probleme. Wo ist Lago? Wo ist Lago? Da, da, mein Gott, da war... Na, nein, da, nein, da. So. Oh Gott. Hier können wir mal da oben zum Turm schicken. Wird bestimmt das Ding hier kaputt kriegen, irgendwie. Vor allem, wenn er hier wieder so perfekt trifft. Oh, da ist auch ein großer Panzer, sehe ich gerade. So, wenn er das Ding hier irgendwie treffen könnte, das wäre perfekt. Schön. So, Lago, du bleibst hier oben und schießt alles von da oben ab. Vegetable! Okay. Ein Panzer haben wir schon mal erlegt, das ist gut. So, dann habe ich da was gesehen. Dallas. Da konntest du so Dinge aufbauen. Das machen wir doch mal. Wird bestimmt nützlich irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Na? Was wird auch irgendwie mit den Zielen, kann das sein? Ist mir jetzt nicht so sicher hier, aber egal. Da ist eine Mine, sehe ich gerade. Okay. Was so gut war, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Am besten haben wir die beiden noch kaputt irgendwie. Okay. Blöd ist, die sind jetzt alle zu uns gerät. Das ist jetzt nicht so gut. Mein Gott, ich sehe gerade, wie viele Gegner hier sind, ey. Tagdown, ja. Ich glaube, ziehen wir nur noch eins ab, ne? Aber egal. Wenn alle da drauf ballern, wird da schon einer sterben. Danke. Es wäre besser, wenn Dallas noch auf der Seite wäre. Um da die Dinger halt zu reparieren. Erneut. So, Rosie, kümmere du dich mal um den einen Typen da. Der um Ecke wartet. Na? Ich glaube, dafür, damit halten wir mehr aus, ne? So, ey! Wer hat gesagt, dass du mich sehen darfst? So. Und wieder läuft alles problemlos am Anfang. Wir werden bestimmt voll aufs Maul bekommen, so gegen Ende. Weiß nicht, Lago, du gehst, du bleibst mal hier oben, oder? Da sollst du noch mal schießen am besten. Nee, IK, geh mal vor. Ja, muss Dallas Begleitschutz geben, nehme ich mal an. Ja, warte mal. Eine Idee. Kann man da irgendwo was runterwerfen? Oh, da ist noch so ein Sandsack, sehe ich gerade.
Wer ballert mich denn ab? Scheiße. Ich bin tot. Eika. So. Jetzt noch die Runde und dann Schnitt. Na toll, da ist auch einer. Was? Gatling Bunker, okay. Zum Glück treffen die nix. Mein Gott, da sind zwei, sehe ich gerade. Zwei Kommandoposten. Zwei an der Hand. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Ich beende hier den Part. Ihr könnt nichts dagegen tun. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.